So, da sind wir nochmal. Leider wieder aus dem Wohnzimmer. Es ist ja auch erst eine halbe Stunde vergangen, von daher. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Sonst könnt ihr gar nichts sehen. So. Das wird jetzt hier der zweite Teil vom Tutorial zu dem Song Run von Leona Lewis. Den Refrain habe ich euch ja beim letzten Video schon mal angesungen. Leider waren die 10 Minuten dann zu Ende. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter beim Refrain. Die Akkorde waren G, D, E und C. Die werden zweimal nacheinander durchgespielt. Und ich mache das mal einmal kurz. Jetzt ganz zum Schluss habe ich ein bisschen verschlumpft. Ich versuche mal jetzt ganz langsam zu spielen, damit ihr das Strumming mitbekommt. Also, ihr spielt jeden Akkord relativ lange. Am besten gleich den Text mitsingen, dann kriegt ihr auch den Takt besser hin. Down, 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 up, up, 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 down, 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 up, up. So ungefähr. Ihr könnt euch das Lied auch ja noch ein paar Mal anhören. Erstmal werdet ihr sehen, dass ihr das viel langsamer singt und auch anders singt als ich, logischerweise. Und dann könnt ihr das Strumming auch selber individuell anpassen. So habe ich das halt gemacht. Das heißt ja nicht, dass ihr das auch so machen müsst. Vielleicht könnt ihr auch noch eine leichtere Version finden, indem ihr einfach Downstrums macht. Würde auch gehen. Aber ihr müsst ziemlich lange runter strummen. Irgendwie so 16 Mal oder so. Könnt ihr ja ausprobieren. Für den Anfang, einfach um mal reinzukommen, geht das natürlich auch. Ihr könnt es ruhig so machen. Den Anfang einfach viermal. Beim Verse, bei den Strophen einfach viermal Downstrum und hier halt dann ungefähr 16 Mal. Text immer gleich mitsingen. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde das so am einfachsten. Einfach immer den Text mitsingen.
können ja nochmal alles zusammen machen. Fangen wir an bei I sing it one last time for you. I'll sing it one last time for you. Okay. Der Übergang war jetzt grottenschlecht, aber. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest die Akkorde beibringen. Den Rest, bei dem Rest ist ja Individualismus gefragt. Könnt ihr ja so machen, wie ihr wollt. Das waren ja nur Anreize von mir, das Drumming so zu machen. Ihr könnt es ja machen, wie ihr möchtet. Okay, aber ich denke mal, das geht schon. Also, entschuldigt bitte nochmal vielmals das Piepen. Vielleicht bekomme ich das ja nochmal irgendwann in den Griff, weil ich nehme wirklich gerne Videos hier unten vom Wohnzimmer mit meinem Notebook auf. Das ist so praktisch, aber wenn es natürlich piept, ist es natürlich richtig nervtötend und ätzend für euch. Und das tut mir echt leid, aber ich weiß nicht, wie ich es wegbekomme. Okay, genug geschmalzt. Bis demnächst. Tschüss!